Die Superjachten der russischen Oligarchen. Immer mehr versuchen ihren Reichtum vor den Sanktionen des Westens in Sicherheit zu bringen. Zum Beispiel Roman Abramowitsch, russischer Milliardär und Putin-Freund. Seine beiden Mega-Yachten Solaris und Eclipse kosten zusammen ca. 1 Milliarde Euro. Die Solaris hat der Oligarch jetzt vorerst in der Türkei geankert. Mitten im Feriengebiet Bodrum. Die Yacht hat eine ganz schöne Odyssee hinter sich. Erst stand sie im Hafen von Barcelona, dann irrte sie ziellos durchs Mittelmeer, änderte den Kurs Richtung Montenegro, um dann doch in der östlichen Ägäis in Bodrum anzukommen. Nicht ohne Probleme. Bei der Einfahrt in den Hafen kommt es zum Duell David gegen Goliath. Ein Mini-Schlauchboot setzt sich vor die 140 Meter lange Yacht. An Bord des Schlauchboots eine ukrainische Flagge und ein klares Zeichen gegen Putin und seine Oligarchenvasallen. Und auch weitere Luxusboote werden in Bodrum erwartet. Die Eclipse, die teurere und größere der beiden Superjachten, liegt aktuell noch ca. 80 Kilometer entfernt in Marmaris vor Anker. Dass Abramowitsch die Yachten in die Türkei bringen lässt, hat einen ganz einfachen Grund. Das Land hat sich den Kriegssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges nicht angeschlossen. Die türkische Regierung kritisiert den russischen Angriff auf die Ukraine, will aber als neutrale Partei zwischen beiden Ländern vermitteln. Und so können die russischen Oligarchen wie Abramowitsch durchatmen. Seine beiden Schätze im Wert von ca. 1 Milliarde Euro sind sicher. Zumindest vorerst.